Und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Weltensamen, hieß das Ding, glaube ich, bekommen. Und wir sind jetzt auf eine Art neuen Planeten gelandet und müssen, ja, was eigentlich, da sauber machen oder was auch immer. Wir schauen mal. Ich habe die Maus ein bisschen anders eingestellt, aber ich habe das Gefühl, dass das immer noch eigentlich viel zu schnell ist. Was für eine Schweinerei. Benutze deine Axt oder einen Hammer, um den Müll auseinanderzunehmen. Nimm das Müll. Was habe ich denn hier? Das ist eine Axt. Hammer. Der soll ja eigentlich gut dafür sein. Darf ich nicht klicken? Drücke, ja, das weiß ich, das ist mir aber egal, das haben wir nämlich eben auch schon gemacht. Die lässt mich ja auch nicht schlagen. Die hier beheimateten Pflanzen werden von dem Unkraut ihrer Lebensenergie beraubt. Die Sichel wird nicht reichen. Du musst es an der Wurzel aus dem Boden reißen. Hau ruck! Das heißt mit... Aber ich kann es ja mal mit der Sichel probieren. Moment, da stand gerade was von ziehen. Ja, komm. Du kannst Pflanzensamen aus deiner Samentasche in Erdhügeln platzieren. Kümmere dich gut um die Pflanze, denn sobald etwas Zeit vergangen ist, kannst du wunderbare neue Dinge erhalten. Okay, ich schätze mal... Gießen... Hat der da jetzt schon was reingetan oder nicht? Das E funktioniert aber nicht. Ich sehe aber nicht, dass er gießt. Das ist das Problem. Steht aber Gießen 2. Auch nicht die rechte die rechte Taste. Wenn ich auf 2 drücke. Irgendwie ein wenig seltsam. Samenpflanzen 2. Das macht sie aber. Okay. Nur wenn ich jetzt auf die 2 drücke, dann geht die immer wieder auf den Samen. Ich verstehe es irgendwie nicht. Schwingen mit 2. Macht sie auch nicht. Ich kann jetzt auch nicht mehr, indem ich da drauf drücke, kann ich das auch nicht mehr machen. Okay, Fortschritt ist dann irgendwas mit Insekten. Also warum das jetzt nicht funktioniert, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Weil eben im Haus, also in einer anderen Folge, musste ich einfach nur die linke Maustaste drücken. Und jetzt funktioniert gar nichts mehr, wenn ich die linke Maustaste drücke irgendwie. Deine Gießkanne macht ausgetrocknete Pflanzen wieder munter. Plitsch, platsch. Verjüngung abgeschlossen. Ist die Natur nicht einfach wundervoll? Ja, es ist ja alles schön und gut, aber... Okay, hier kann man drücken, das ist ja auch alles schön und gut. Aber immer, wenn ich dann auf die 2 drücke... Also jetzt habe ich auf 3 gedrückt, jetzt komme ich auf die... auf die Gießkanne. Wenn ich dann auf 2 drücke, gießt sie aber nicht. Das ist irgendwie seltsam. Also ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt tatsächlich gegossen ist oder nicht. Das ist ein bisschen... Ja. So, dafür brauche ich die Hände. Das ist okay. Da drücke ich 1 und drücke E. Das funktioniert wunderbar. Beziehungsweise ich muss mir einfach E drücken. Hier kann ich wieder nichts machen. Es ist echt seltsam.
Ah, jetzt macht sie das automatisch, wenn ich mit... Ich kann immer noch nicht gießen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass das eventuell verbuggt ist oder so. Hier steht zum Beispiel auch Schneiden 2. Aber mit 2 kann ich ja nicht schneiden. Weil mit 2 drücke ich dann drauf und dann kommt das Ding wieder. Es ist irgendwie ein bisschen buggy, habe ich so das Gefühl. Ich meine, das Spiel ist heute rausgekommen. Deswegen, ja, wundert mich halt nichts. Es ist nur problematisch, weil ich natürlich dann nicht machen kann, was ich machen möchte. So. Das funktioniert wunderbar. Sobald ich hier drauf bin, Samenpflanzen mit 2. Ja, ist richtig. Nur der Rest funktioniert nicht. Also das ist irgendwie, ja. Das funktioniert. Da haben wir noch was. So. Nur ich kann nichts kaputt machen und nichts. Stinkekraut. Giftiges Unkraut haben wir gerade gefunden. Okay. Da hinten ist auch noch was. Ich wollte gerade sagen, warum ist der denn jetzt hier? Ja, das habe ich schon verstanden. Da muss ich eigentlich 3 drücken, aber genau das funktioniert nicht. Ich werde mal eben im Menü nachschauen. Ich schneide das mal eben raus. Mal gucken, ob ich da irgendwas finden kann. Also, ich habe was gefunden, aber... Ah! Hä? Also, woran das jetzt liegt, dass es jetzt funktioniert, bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht sagen, weil jetzt ist nämlich die Maustaste auch unten angezeigt. Ich hatte nur gefunden, dass mit dem Tabulator, wenn ich den drücke, dass ich dann die zweite Interaktion machen kann. Mal sehen, was hier sprießen wird, Lehrling. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Gartenarbeit erfordert viel Geduld und sogar noch mehr Dünger. Jo, kann man nochmal gießen? Ist der dann irgendwie schneller? Wahrscheinlich eher nicht. Also keine Ahnung, warum sich das jetzt dadurch umgestellt hat auf... ja, jetzt kann ich auch wieder schwingen. Ein Miorakorn. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also, ich habe keine Ahnung, was da jetzt geändert wurde. Also ich weiß schon, was da geändert wurde, aber ich weiß es nicht. Kann man das einsammeln? Ja. So, Gießkanne. Also entweder war wirklich irgendwas verbuggt oder da hat sich vielleicht irgendwas aufgehangen oder was weiß ich was. Wenn ihr das Problem auch haben solltet, dann geht einfach mal in das Menü rein und stellt nochmal alles auf Standard zurück. Ja, und dann sollte es wieder... resettet werden oder was auch immer. Ich meine, ich hatte ja nichts umgestellt, deswegen weiß ich nicht, warum es jetzt auf einmal funktioniert. Aber Hauptsache, es geht. So. Moment, ich muss mal erstmal einsammeln hier. So, das sieht doch auch gleich schon mal viel besser aus. Was haben wir denn hier noch? Aber ich muss sagen, es erinnert mich doch sehr, sehr krass an My Sims. Das Spiel würde ich auch gerne mal aufnehmen. Ich habe das schon mehrfach durchgesuchtet, also mehrfach durchgespielt. Und das ist
ähnlich wie das jetzt hier, weil man konnte Sachen anpflanzen, man hat Sachen bekommen, wenn man Bäume geschüttelt hat zum Beispiel und wenn man hier die Sachen gegossen hat, dann wurden sie auch, glaube ich, ein bisschen schneller erwachsen, wollte ich gerade sagen, dass die schneller reif oder wie auch immer ich das sagen soll. Genau. Geht das jetzt, wenn ich... Nee, das muss ich aber damit eh trotzdem machen. Okay. Das machst du toll. Drücke G und ich werde dich zum nächsten Ort führen, der Hilfe, der Pflege braucht. Nein, will ich aber nicht. Ich will hier raus. Ich will kein G, ich will das einsammeln, Leute. Hallo. Och, das ist doch doof. Man kann ja noch nicht mal selber weitermachen. Das ist aber echt ätzend. Okay. Anscheinend kann man doch weitermachen. So. Nicht eben alles hier rausgezogen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, 5 war der Hammer, ne? So, ich bin so langsam am Lernen, was auf welcher Taste gewesen ist. Ja, Schlag. Komm. Ein bisschen. Ich auch. Nein, ich will immer noch kein G drücken. Ich sammle mir erstmal ein. So. So, können wir das auch? Ja. Ist jetzt natürlich ein bisschen stupide Arbeit. Weil man jetzt gerade auf dem Planeten hier immer das Gleiche macht. Aber wenn schon, denn schon. Ne? Da möchte ich natürlich auch, dass hier alles richtig gemacht ist. Kann man hier nicht mehr draufhauen. Was verbirgt sich denn da drunter? Miora, Stein gewöhnlich. Okay. Moment, hier ist auch noch was. Das hier? Das können wir nicht kaputt machen. Okay. Mich würde auch mal interessieren, ob die Sachen einfach so liegen bleiben. Oder ob die nach einer Zeit respawnen, dass das dann plötzlich weg ist. Aber ehrlich gesagt möchte ich es nicht ausprobieren. So, hier konnten wir jetzt überall noch nicht gießen. Die kann man nicht, ne? Ah, die kann man nicht kaputt machen. Da kann man aber irgendwie hochspringen. Oh, Moment. So, die Frage ist jetzt, komme ich da hoch? Doch. Boah. Was ist das? Muss ich da ganz oben drauf? Ah, sehr cool. Also hier kann man dann auch noch Sachen einsammeln. Also ja, ich würde ganz ehrlich sagen, dass ich das doch mal auf Controller umstelle beim nächsten Mal. So wie ich es eigentlich ja schon mal angekündigt hatte, weil das mit dem Springen und so... Was war das denn gerade? Das mit dem Springen und so, das ist dann doch schon... Ja, prädestiniert eigentlich dafür, dass man den Controller benutzt. So... Gewöhnliche Steine bekomme ich ja mal raus. Na gut. Kupfererz. Ah.
Kupfererz kennen wir doch auch von vielen anderen Spielen. Fantastische Arbeit, Gameplayerin. Die Welt sieht so viel gesünder aus als zuvor. Sie hat sogar angefangen, kleine Mengen von Miora zu produzieren. Aber irgendetwas stimmt nicht. Verstehe Alambic nicht falsch, Liebchen. Ich bin mir sicher, die Welt wird mit etwas Zeit sehr schön sein. Es ist nur so, dass sie nicht wie zuvor wächst, als die Leute noch mit dem Lied verbunden waren. Als die Alchemisten von Immererz den Immerbaum pflegten und das Miora die Luft erfüllte. Glaubst du, dass der Grund dafür ist, warum nichts passiert ist? Hörte der Immerbaum auf zu wachsen, als die Verbindung mit dem Lied des Miora verloren ging? Das ist gut möglich. Vor langer Zeit existierte alles in Harmonie. Die Leute waren glücklich und behüteten die Welt um sie herum. Das Lied war überall und der Immerbaum war prächtig. Aber jetzt? Na, fange ich jetzt an zu singen? Gameplayerin? Geht es dir gut? Stimmt etwas nicht, Gameplayerin? Alambic, pst. Kannst du es spüren? Drücke F, um zu singen. Ah, für die Pflanzen? Aber wie ist das möglich? Du hast deinen Weg gefunden, dich wieder mit dem Lied des Miora zu verbinden. Oh, das ist fabelhaft. Das ist besser als fabelhaft. Das ist wunderbar. Gameplayerin, glaubst du, du schaffst das nochmal? Dort mit diesen Pflanzen? Aber klar doch. Ich muss nur erstmal einsammeln. So, Moment. F war das, ne? Okay, die haben wir aber schon. Pflanzen wir jetzt erstmal etwas ein. Okay, das scheint aber... Blumenbeet. Das scheint aber nicht die Zeit zu verkürzen. Nee, okay. Oh, das ist wundervoll. Nochmal. Fabelhaft. Warum versuchst du es nicht einmal mit dem Feld dort drüben? Spektakuläre Arbeit, Lehrling. Die brauchen noch Zeit. So, hier sollen wir das machen. Okay. Hier vielleicht die Bonnerzeit, die auch. Habe ich das gepflanzt? Okay. Ist da oben denn noch irgendwas gewesen? Nee, ne? Ah, Gameplayerin. Das Lied ist erneut ein Teil von dir. Wie fantastisch. Heute war ein bemerkenswerter Tag, nicht wahr? Ich wette, du hast viele Fragen, Gameplayerin. Warum reden wir nicht ein bisschen unten im Haus und gönnen uns dann eine Mütze Schlaf? Ruf einfach Kazumi, wenn du bereit bist, zurückzukehren. Alchemistische Essenz. Verstärkung gesucht. Okay. Die können wir noch nicht. Moment, hä? Ach so, da bin ich jetzt... Ach, da bin ich drüber gesprungen. Ich bin gar nicht bis nach oben. Ach so. Okay. Landname. Nein! Ach, scheiße.
Ich wollte da nicht hin. Ich wollte ihm eigentlich nur einen Namen verpassen. So, die Frage ist, ach, hier unten sind wir wahrscheinlich hergekommen, ne? Wieso kann ich das jetzt hier nicht antippen? Genau, wie der Immerbaum muss sich auch dein Körper jeden Tag aufs Neue regenerieren. Kehre zum Alchemiehaus zurück, wenn du bereit bist, und schlafe dich ordentlich aus. Okay. Was bist du denn? Grotte des Alchemisten. Da kann man auf jeden Fall nichts rausreißen. Oh, Hallöchen. Verstärkung gesucht. Blume gewöhnlich. Sie sind schön anzusehen. Werfen oder in den Rucksack? Ich lasse sie mal einfach da drin. Hier sind Glühwürmchen, mit denen kann ich nichts machen, so wie es aussieht. So. Achso, okay. Hier leuchtete. Da, ich wollte gerade sagen, hier leuchtete doch irgendwas auf. Platzieren, rechte Maustaste. Okay. Ich denke mal, das ist einfach nur eine Spielerei. Gameplayerin, willkommen zurück. Lehrling, du hast es geschafft. Der Weltensamen, er hat funktioniert. Oh, aber was ist mit Gameplayerins Wiederverbindung mit diesem Lied? War das nicht ein grandioser Anblick? Oh, und das Miora, es fließt wieder. Es ist mehr ein Rieseln, oder nicht? Aber es ist schon mal was, was besser ist als nichts. Das ist alles so aufregend. Was ist mit dir, Lehrling? Heute war ein großer Tag für dich. Gibt es irgendwas, das du besprechen willst? Eigentlich nicht. Ich guck mal wegen dem Lied. Du hast deinen Weg gefunden, dich wieder mit dem Lied zu verbinden. Nachdem es zerbrochen war, dachte ich, das sei unmöglich. Und doch existiert ein Stückchen davon noch, und du hast einen Weg gefunden, dich damit zu verbinden. Gibt es irgendwas, das du besprechen willst? Okay, also die scheinen nur das Offensichtliche nochmal zu wiederholen, deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin müde. Nach einem ganzen Tag Gartenarbeit wage ich zu behaupten, dass du eine Mütze Schlaf vertragen könntest. Gute Nacht, Liebchen. Morgen wird ein großer Tag. Drücke E neben dein Bett, wenn du bereit bist, schlafen zu gehen. Okay. Da ist mein Bett. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal von dieser Folge für euch. Von euch. Für diese Folge von euch, so rum. Und gehe jetzt ins Bettchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Oh, schau dir an, wie friedlich unser Liebchen schläft. Und was für ein wohlverdienter Schlaf es dazu noch ist. Unser armes Liebchen hat eine so schwere Last auf den Schultern getragen. Wenn doch nur die anderen Alchemisten von Immerherz zurückgeblieben wären. Das ist in Ordnung, Diara. Schau dir an, was Gameplayerin heute alles geschafft hat. Hast du dieses Lächeln gesehen, als die Pflanzen blühten? Und ob ich das habe? Ich möchte nur, dass Gameplayerin stets unsere Unterstützung spürt. Die Cheerleader Diaria und Alambic werden Gameplayerin immer unterstützen.